So, 18.10. Na, wer weiß es? Lübeck, die Stadt der sieben Türme. Wird heute ein Marathon laufen. Das Wetter ist super. Grau. So, mein Sammelpunkt. Machen Sie nicht auf da vorne, ja, kommt so ruhig. Kommt ihr mal rüber, kommt ihr klatschen, das geht jetzt los. Und ich habe euch jetzt mal alle Leute hier. Von Anfang. Ja, einmal noch. Von Anfang. So, dann sind wir alle zusammen von 10 runter und dann schicken wir euch auf die 52,195. Du musst den ganzen Moment hier Startschutz. Auf eins, alle. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, los! Los geht's! So, wir machen Schwung und hier rüber kommt der Klatschen! So könnte es die ganze Zeit gehen, bergab. Dann schaffen wir auch unter 4 Stunden. Aber leider geht es bestimmt auch nachher wieder bergauf. So. Vorbei am Holstentor. Das sind aber nicht alles Marathonis. Massenstart. Marathonis sollen ungefähr 400 bis 450 Teilnehmer sein. Noch nicht mal Kilometer 2 und das Teilnehmerfeld ist schon auseinandergezogen. Und jetzt schön über Kopfsteinpflaster. So, so sieht das Teilnehmerfeld aus bei Kilometer 3. Zumindest brauche ich keine Angst haben, wenn ich mich verlaufe. Es sind genügend vor mir. Aha, hier wird Stimmung gemacht. Also, die ganze Zeit geht das Herz bergab. Meine Freude darüber hält sich in Grenzen. Das muss auch nachher alles wieder bergauf gelaufen werden. So, jetzt geht's in den Tunnel.
Also bis jetzt muss ich sagen, einsamer Lauf. Mensch, wäre das schön gewesen, wenn ich jetzt mit hier wäre. Naja, wenigstens hatte er sich angemeldet. Das nächste Mal muss er auch dann noch mitlaufen. Aber jetzt ist ja Stimmung im Herrentunnel. Jetzt geht's bergauf. So, Kilometer 10, Herrentunnel geschafft. Mein lieber Scholli, das ging aber bergauf. Also auf dem Heimweg will ich bergauf gehen. So, 53 Minuten. Bis jetzt ist alles im Soll. Das müsste der Wendepunkt für die Halbmarathon nicht sein. Was für ein Glück, darf ich noch ein bisschen laufen. Auf dem Kohlmarkt und die Zeit, die jetzt hier auf dieser digitalen Uhr ist, 1 Stunde und 2 Minuten. So lange sind die Marathonis jetzt auf der Strecke. Die Startnummer 401, locker rennt er hier vorbei. Das ist, glaube ich, schwerer. Ale Bosch. Kilometer 12. Das ist sein Team. 11,6. Seine Firma. Ja, und die Kiddies da vorne, ihr unterstützt jetzt auch nicht die Marathonis. Das macht er ganz toll. Das Publikum gibt alles. Bis jetzt bin ich nicht letzter. Kann ja aber noch kommen. Also hier ist die zweite Hälfte wirklich das dicke Ende. Weil bis jetzt geht's gefühlt nur bergab. Bis auf den Herrentunnel. Aber den ging's ja zuvor auch nur bergab. So. Kilometer 15. Meine Renntaktik habe ich total verworfen. Da es jetzt nur bergab geht, lasse ich einfach laufen. Die Temposteigerung in der zweiten Hälfte wird wohl kaum möglich sein. Prima! So, das war der Führende. Ich habe Kilometer 18,2 und der hat den Wendepunkt schon hinter sich. Dieser maritime Eindruck motiviert dann etwas. So. Yay! Yeah! 15 Grad wärmer. Und ich glaube, ich würde hier erstmal eine Pause machen. Und eine Runde schwimmen. Heute nicht. Kein Bademeister da. So, da vorne ist er, der Wendepunkt. Das sind
Jensen und Janne. So. 22. 21,6 Kilometer in 1 Stunde 54. Jetzt geht's los. Der Rückweg. Bergauf also. So, gerade Kilometer 30 absolviert. 2 Stunden 43. Der Rückweg hat es echt in sich. Ja. 3 Stunden bin ich gelaufen. 33 Kilometer erst geschafft. Eigentlich sollte da eine 34 stehen. Aber gut. Muss positiv sehen. Keine 10 mehr. Keine 10 Kilometer. Blöde Idee, durch den Tunnel zu latschen. Der ist auch gefühlt 30 Kilometer lang. Herrlich. Noch 1 Kilometer. Schönes Schild. Drei Stunden 50. Naja. Wichtig ist, ich komme rein. So. Da gehe ich auf Nummer sicher. Leute, wir packen dich hier auf. Den überhole ich. Gleich geschafft. Gut, durch der Feuer an. Hilfe. So anzünden. Jetzt gehen wir mal. Geschafft. Oh. 3 Stunden 56. Ja, ist mein Rauch. Oh. Ja, jetzt geht's zum Duschen. Die Zigarre ist an. Schade, dass Nils nicht mit dabei war. Oh, hätte man jetzt geteiltes Leid. Aber wenigstens war diesmal angemeldet. Naja, wird noch. Bis bald.